Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und ja, wie zu sehen ist, die Soleil Royal ist mal wieder dran. Ne? Und zwar mit Ausgabe 110. So, geliefert werden einige Teile. Und zwar wieder hier die Stückpfortendeckel, Kanonenlukendeckel, wie auch immer. Dann ja, sogenannte Bänder, die glaube ich kommen nachher ja, irgendwie nachher an die Rahmen werden die, also die Rahmen werden damit festgemacht irgendwie, aber dazu kommen wir später. Dann haben wir wieder ein paar Kanonendummies und diverse Blöcke, und zwar 3 und 4 mm Blöcke. Also die sind sehr klein. Oh, hier. Und ja, aber diese Sachen kommen alle nicht zum Einsatz. Woher weiß ich das? Ja, ich habe schon ein wenig wieder mal vorgearbeitet. Und zwar sollen wir hier die Kanonenlukendeckel fertigen, aber da habe ich ja schon ein paar fertig und da sind nachher eine ganze Menge zu machen, weil wir brauchen, mal eben mal zählen, 2, 4, 6, 8. Auf jeder Seite 27, das heißt 54, dann hier noch 4 Stück und vorne 2 sind 60 Stück. Also da, und ich glaube 20 habe ich fertig, aber diese 40 werde ich dann in einen Abwasch machen. Dann wird hier, oh, hier ist noch ein Block, der darf nicht verschwinden, Lila. Nicht, dass wir nachher ein zu wenig haben. Also wie gesagt, das ist in Ausgabe 110 drin. Und dann wird hier vorgeschlagen, dass hier die ganzen Goldteile mit. So, mal sehen, was hier, wie das hier steht, damit ich euch das mal sagen kann. Lackieren Sie mit dunkelbrauner Tünche oder Tinte. Aber wie gesagt, ich finde, je mehr die Soleil Royal glänzt, umso besser. Also ich werde das so nicht bearbeiten. Gut, da gibt es bestimmt verschiedene Meinungen, aber ja, ist so wie es ist. Ich möchte das gerne so haben. Und zwar wird in dieser Ausgabe werden dann vorne zwei Fenster angeklebt, das zeige ich gleich. Und hier hinten werden auch Dekorationsteile angeklebt. Die sind schon alle dran. Ne, hier diese beiden langen und dann hier überall neben den Fenstern werden Säulen angeklebt aus Messingteile oder Metallspritzgussteile in Messingfarben. So, jetzt drehen wir mal den Oschi um. Da kann man jetzt schon einiges sehen, dass ich doch schon wieder ein bisschen mehr vorgearbeitet habe. Aber hier vorne seht ihr dann hier die beiden Fenster. Das war dann quasi die Ausgabe 110 und das macht nun das ganze Video wieder mal zu einer Doppelfolge. Und zwar haben wir dann jetzt Ausgabe 111. Da zeige ich euch auch mal, was geliefert wird. Und zwar werden ein paar Dekorationsteile geliefert hier, schön goldfarben. Und die Mastkragen. Hier in alle drei in verschiedenen Größen. Dann kann man, denke ich mal, kann man sich da nachher nicht mehr vertun. Da weiß man ja ganz genau, wo die hinkommen sollen. Einer war in 4 Teilen zerbrochen, aber ich habe ihn schon wieder zusammengeklebt gekriegt. Und wenn der nachher auf Deck verklebt wird, bevor der Mast reinkommt, dann denke ich mal, wird da nicht mehr viel passieren können. So, wie gesagt, diese Teile sind gekommen und noch ein besonders großes, schweres Teil, und zwar die Galionsfigur. Ja, warum die nun nicht gleich auch mit in Goldfarben ist, weiß ich nicht, weil viele andere Teile sind schon goldfarben fertig. Und ja, in dem Falle leider nicht. Und naja, mal gucken.
mal ein bisschen dichter rangehen. Also, naja, es geht. Und mal gucken, wie ich das nachher, wie das nachher mit meiner Goldfarbe aussieht, wie ich das hinbekomme, damit sie einigermaßen nachher zu denen passt, zu den Beschlagteilen. So, was sollen wir noch machen? Und zwar sollen wir in den Stückpforten, hier wo die Kanonendummies nachher alle reinkommen, Löcher reinbohren. Das habe ich dann eben so gemacht. Ich habe mir hier so eine kleine Nadel genommen, habe dann immer mit dem Stahllineal die Diagonale angehalten, habe dann ein Kreuz gemalt und habe dann erst mit meinem 1 mm Bohrer und dann mit meinem 2 mm Bohrer gebohrt und dann natürlich auch immer mit einem Kanonendummy Passprobe gemacht. Und des Weiteren sollen dann schon die ersten Stückpfortenrahmen angeklebt werden. Also hier könnt ihr sehen, sind einmal oben alle einmal angeklebt. So, die nächste Aufgabe in dieser Folge soll sein, jetzt weiß ich nicht, wie ich euch das am besten zeigen kann, ja, wenn die Modelle immer größer werden. Am besten, ich gehe mit euch mal einmal ein bisschen dichter ran. Und zwar sollen hier dann Fenster aufgeklebt werden. Und dann habe ich schon mal vorgeschaut in die nächsten Ausgaben, dass da nachher in den Fenstern mit hellblauer Farbe reingemalt wird. Und ja, da habe ich mir dann gedacht, die hellblaue Farbe mache ich vorher ran. Weil wenn ich da hinterher mit Farbe beigehen möchte, dann schmiere ich bloß die ganzen Rahmen voll. Also von der Sache her, das sind jetzt ja die nächsten Aufgaben. Und ja, als nächstes werden dann hier die nächsten Fensterrahmen angeklebt. Ich habe mir natürlich Markierungen gemacht, die man so nicht sehen kann, wo sie ganz genau hinkommen sollen. Das kann man natürlich mit so einer Pinzette sehr gut machen hier, nur eine feststellbare. Finde ich ganz gut, dass es diese gibt. So ganz knapp einspannen, ne? Vorschieben den Hebel und dann hält das Bauteil fest. Vielleicht wäre eine andere Lösung besser gewesen, dass man das vielleicht hätte vorher angebaut, aber ich weiß nicht, denn mit der Farbe und ja, manchmal ist das gar nicht so einfach, wie man die Reihenfolge bei so einem Bausatz macht. Und du kannst auch bitte einmal halten hier. So, jetzt kommen wir dann zum letzten Fensterrahmen auf dieser Seite. Die andere Seite werde ich dann später machen. Ich finde, kann man anbieten. Besser geht immer, ne? So, was folgt als nächstes? Wir sind ja immer noch auf der ersten Seite hier von der Bauanleitung. Also hier wird noch einiges mehr passieren. Und zwar brauchen wir noch Teile aus anderen Ausgaben. Und zwar brauchen wir einmal die Besanrüsten aus Bauphase 109. Die Teile brauchen wir und die müssen dann Kerben reingeschliffen werden. Und dann kommt noch eine 2x2 mm Holzleiste
die ja in den letzten Bauphasen geliefert wurden, wo ich immer gesagt habe, dass die schon durchgebrochen waren. Und solche kleinen Knie kommen dann daran. So, nun ist natürlich die Farbe, ne? Also passt ja hier überhaupt nicht. Und da werde ich gleich mal gucken, mit welcher Beize ich sie behandle, damit das Ganze dann ja auch nachher vernünftig aussieht. So wie das hier dargestellt ist, wird die Leiste, die hier angebracht wird, die ist farblich hell. Muss ich mal gucken, wie das gleich, deswegen habe ich eben doch zur Seite geguckt, da hinten hängt das Plakat von der Soli Royal, was in der ersten Lieferung mit drin war. Und da werde ich mal gucken, wie das da dargestellt, aber ich glaube, das ist dort auch hell. Weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Mal gucken. Gut, also ich werde jetzt die Rüsten vorbereiten und dann, die werden hier, jetzt muss ich mal gucken, hier hinten angeklebt für, ja, für den Besanmast natürlich nachher. Da werden die Wanden nachher dran befestigt für den Besanmast. Also gut, ich werde das mal hier rausholen und werde mal gucken, das Ganze beizen, die Kerben reinschleifen und dann sehen wir uns nachher gleich wieder, wenn es an den Anbau dieser Rüsten geht. Die Röstchen habe ich jetzt nun ausgeschnitten und dann wurden hier gleichmäßig alle 14 mm wurde eine Kerbe reingeschliffen hier mit einer Rundfeile, weil da nachher die Blöcke befestigt werden dadurch. Und ich habe mich dann jetzt erstmal entschlossen, jetzt werde ich die Teile hier mit dunkelbrauner Weize beizen. Also die Rüsten und die, oh, die sieht ganz schön dunkel aus. Ich glaube, ich nehme die doch nicht. Ich nehme hellbraune Beize oder was war das? Eiche Mittel. Jetzt schleife ich das gleich einmal ab und dann kommt das nachher nach, zeige ich das nachher nach unten und dann sieht man das nachher auch nicht mehr so. Da ist schon heller geworden. Ist ja nicht so, dass wir nichts da haben. Wir haben ja genug Zeug da. So, dafür brauchen wir dann ein anderen Pinsel und dann gleich mal gucken. Hier kommt das jetzt natürlich rüber über den anderen, aber das kriegen wir schon hin. Das Endergebnis muss natürlich vernünftig sein und ich sag mal so, so hell wie das ist, wird das Ganze sowieso öfter behandelt werden müssen. Die kleinen Knie sind auch ausgeschnitten hier. Die werde ich dann gleich mitmachen. Und dann müssen wir eben natürlich erstmal warten, bis die Beize getrocknet ist, bevor wir hier weitermachen können. Bevor wir dann hier, ne, die 2x2 mm Leiste ankleben können. Ja, wenn da 2-3 Anstriche drauf sind, dann denke ich mal, wird die Farbe nachher passen. Noch ist das natürlich zu hell. Ja, man sollte dann lieber einmal vorher ausprobieren, wie die Farbe aussieht, bevor man, so wie ich hier, ne? Naja, aus Fehlern lernt man und vielleicht geht mit einem die Euphorie wieder ein bisschen durch. Gut,
Okay, jetzt lassen wir das einen Augenblick trocknen und dann werde ich das noch zweimal oder dreimal mit Beize behandeln und dann mal gucken, wie das aussieht. Und dann kommen erstmal die 2x2 mm Leiste angeklebt und dann das Ganze dann nachher an den Rumpf. Ja, wieder ein paar Schritte weitergekommen. So sieht das Ganze dann fertig gebaut aus. Ich habe das Ganze zweimal gebeizt, dann mit farblosen matten Lack lackiert, dann hier die 2x2 mm Leiste aufgeklebt und die Ecken abgerundet. Und da, wo ich die Kerben gemacht habe, da sind dann überall nochmal ein Bohrloch reingekommen mit 1 mm. Und nun soll das Ganze dann hier angebaut werden. Muss ich gleich mal gucken, wie das passt. Und zwar 45 mm hier von der Kante. Und ich denke mal, ich hole euch da einmal kurz dichter und dann kleben wir das Rüstbrett einmal an und die mit den beiden Knieblechen. Und dann ja, ist die Ausgabe quasi, zumindest auf der Steuerbordseite, geschafft. Jetzt hätte ich das bald falsch gemacht und hätte das hier angeklebt, aber das Ganze muss hier oben ran. Und dann geht man hier von der letzten Kante 45 mm nach hinten und da wird das Rüstbrett dann angeklebt. Machen wir mal einmal schön Sekundenkleber ran. Dafür nehme ich jetzt Sekundenklebergel. So viel halten mit einer Klammer oder so kann man hier natürlich nicht. Aber das scheint so zu funktionieren. Ein bisschen den überschüssigen Kleber mal wegnehmen. So, dann mal gucken, wo die Knie rankommen sollen. Einmal knapp direkt vor. So, das passt natürlich nicht. Das ist nicht so schön. Da muss ich das Knieblech ein wenig kürzen. Und das zweite, das soll zwischen der zweiten und dritten Säule kommen. So, die passen natürlich nicht, aber das ist nicht so schlimm, dann kürzen wir das Ganze. Dass sie dann da unter passen. Jetzt sollte das gleich funktionieren. So, das zweite auch noch kürzen. Ja, noch ist gut. Hält auch gut. Passt auch. So, dann brauchen wir wieder Kleber. Ah, da ist so, ne? Modellbauer brauchen immer Kleber. Genau die Position gucken. So, die Knie verhindern natürlich dann nachher, weil ja da Zucht drauf ist auf das Rüstbrett, die Knie verhindern dann, dass das Rüstbrett nach oben hoch gezogen werden kann. Zweite, nochmal gucken, zwischen der zweiten und dritten Säule und mehr zur dritten.
Und nachher werde ich dann nochmal da, wo die Teile, die Kanten abgeschnitten wurden, oben bei den Knieblechen, das werde ich dann nachher nochmal einen Tropfen Beize nachmachen. Ja, so, nun ist das Fristbrett dran, könnt ihr das schön sehen. Gut, fertig die Steuerbordseite. Ja, wieder ein paar Fortschritte gemacht. Die Steuerbordseite ist soweit fertig. Hier liegen noch ein Haufen Teile für dann die Backbordseite. Da drehe ich das Schiffchen gleich um und dann geht es auf der Backbordseite weiter ohne euch so. Aber ihr habt ja gesehen, worum es hier geht. Ja? Und ja, jetzt sind quasi Ausgaben 110 und 111 dann auch abgearbeitet. Ne, wir kommen immer weiter, es kommt immer mehr Bling Bling ran. Freut euch schon auf die nächste Ausgabe oder kann ich, hole die einfach mal her, die beiden, die Bauanleitung für die nächste Ausgabe und dann kann man schon mal eine kleine Vorschau machen. Kann man ja schon mal eine kleine Vorschau machen. Also es geht auf jeden Fall weiter mit noch ein bisschen mehr Bling Bling. Hier kann man dann auch sehen, dass dann die Fenster, die ich hinten am Balkon angebracht habe, dass die dann jetzt erst hellblaue Farbe bekommen. Also ist das wirklich schlauer, das vorher zu machen. Einer aus der Schiffsmodellbaugruppe hat mir damals auch mal schon mal den Tipp gegeben, mal das vorher an. Das ist schon eine Weile her, wo wir darüber gesprochen haben, aber nicht vergessen. So, und dann werden die Mastkragen aufgeklebt, kann man hier sehen, und die nächsten Rüstbretter folgen an den Bug. Und in Ausgabe 1 wurde was geliefert. Und zwar in der allerersten Ausgabe wurde hier für die Heckgalerie dieses große Bling-Bling-Teil geliefert. Und das wird hier in Ausgabe 112 dort hinten angeklebt. Also wird immer mehr Bling-Bling rankommen, wie ich schon erwähnt habe. Gut, freut euch sozusagen dann auf die Ausgabe 112. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Und ich hoffe auch, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ja, schaltet wieder ein und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kickt mal wieder in.